machen wir gefüllte vegane Brötchen. Und ich habe hier schon einmal den Teig vorbereitet. Und ich verlinke euch das Ganze auf dem i. Da könnt ihr ja sehr gerne vorbeischauen. So, wir holen den jetzt hier erstmal raus. Und dann können wir auch schon anfangen. Ich habe schon den Käse hier. Den werden wir dann schön zurechtschneiden und den dann später dort reinpacken. Dann lassen wir den nochmal 15 Minuten gehen und dann können wir den auch. So, für unsere Käsebrötchen müssen wir erstmal den Teig rausholen. Ich habe hier schon mal unser Mehl. Der sieht richtig, richtig gut aus. Und er ist klebrig. Guck mal, hier kann man richtig gut die Porung sehen. Dies hole ich auch noch raus. Ups, fast was in den Haaren gelandet. Das hole ich jetzt alles schön raus. Und gleich schneiden wir auch schon den Käse. So. So, den teile ich mal in der Mitte, weil aus den anderen machen wir Knoblauchbrötchen. Das ist ein anderes Video, da könnt ihr auch mal sehr gerne vorbeischauen. So. Ich hätte vielleicht Mehl unterstreuen sollen. So. So, schön leicht nur kneten. Wenn du noch etwas, ja, ein bisschen zu, wie nennt man das? Na, wenn er einfach noch ein bisschen zu feucht ist, nur ganz leicht, sodass man nicht die ganze Luft rauspackt. Ich meine, wir lassen den ja auch noch gehen. Aber wäre auf jeden Fall schon mal gut. So, und jetzt muss ich mal meine Hände waschen. Als erstes brauchen wir ein Brett, um unseren veganen Käse. Den holen wir einfach aus der Verpackung. Und jetzt werden wir den in schöne Würfelchen schneiden, die wir dann in unsere Brötchen reinpacken. Und ich würde sagen, ich würde das. Wenn wir das fertig haben, dann machen wir ein klein wenig von unserem Teig ab und formen uns kleine Kügelchen, die wir dann ganz leicht so platt drücken. Ganz vorsichtig, nicht, dass wir die ganze Luft wieder rausmachen, die hier reingemacht hat. Jetzt packen wir hier unsere Käsestückchen rein und verschließen das hier oben, machen das alles so zusammen. So, wir machen das richtig schön zusammen. Dann rollen wir das Ganze nochmal schön und so werde ich jetzt all meine Käsebrötchen machen. Und die packe ich auf ein Blech und dann lasse sie für 15 Minuten gehen. Also, ich habe jetzt hier unsere Käsebrötchen
Brötchen.